Hallo Leute und willkommen bei Let's Play Delicious Emily's Honeymoon Cruise. Ja, nach Hearts Medicine spielen wir jetzt einen Teil der Emily-Reihe, den ihr mir ganz oft vorgeschlagen habt, beziehungsweise ihr habt mir die komplette Reihe vorgeschlagen und habt gefragt, ob ich das nicht mal spielen könnte. Und ja, das werden wir jetzt machen. Seid nicht verwundert, dass wir jetzt diesen Teil hier spielen. Ich habe am Ende von Hearts Medicine gesagt, dass ich mir ein paar Emily-Teile gekauft habe. Und ich hatte erst vor, diesen hier zu spielen, dann habe ich mir noch einen anderen gekauft, den Vorgänger. Und zwar war das Emilys Hochzeit. Ich dachte eigentlich, dass ich den als allererstes spiele. Das Problem dabei ist, der ist ja jetzt auch schon ein bisschen älter. Und die Auflösung des Spiels ist einfach nicht so gut. Das heißt, wir hätten bei diesem Teil rechts und links schwarze Ränder, was jetzt nicht allzu schlimm ist. Ich finde das nicht tragisch. Man kann auch ein Bild in den Hintergrund packen oder so. Aber ich fand den Teil einfach grafisch jetzt nicht so schön. Und Hearts Medicine sah einfach echt irgendwie niedlich aus. Und da fände ich es schade, wenn wir da jetzt so grafisch so ein bisschen runtergehen. Und ich denke, es ist auch nicht wichtig, dass wir den Teil kennen. Also die wird hier ihren Typen geheiratet haben. Ich weiß nicht, wie er heißt. Wir werden es bestimmt noch rausfinden. Wenn jemand von euch die Vorgeschichte kennt, dann könnt ihr das ja kurz zusammengefasst in die Kommentare schreiben, damit wir wissen, okay, dies und das war da los. Aber wenn nicht, ist das auch nicht schlimm. Ich denke, wir werden die Story hier schon verstehen. Die beiden gehen also auf Hochzeitsreise. Ich habe keine Ahnung, wohin. Ich habe, wie gesagt, keine Ahnung, wie der Typ heißt. Für mich ist das jetzt alles neu. Ich habe gerade eine kurze Testaufnahme gemacht. Aber wir schauen jetzt einfach mal rein. Und ich hoffe, dass mir und auch euch das Spiel genauso gut gefällt wie Hearts Medicine. Und ich sage einfach mal, viel Spaß! Oh, Episode 1. Gibt es denn... Nee. Gibt es denn keine Vorgeschichte? Ich möchte ja eine Vorgeschichte. Ihr seht, ich habe da schon ein bisschen was gemacht, nicht alles erreicht. Gab es da nicht Spielen? Gab es da nicht irgendwie eine Vorgeschichte? Das Pooldeck. Was ist das Pooldeck? Ich habe keine Ahnung. Was ist, wenn ich einfach sage Level 1? Okay, Energy, jetzt sofort. Energy, jetzt sofort. Das ist ein bekannter Energy-Drink. Ich würde gerne... Gibt es da nicht eine Vorgeschichte? Erstmal an den Pool. Ist es nicht wundervoll? Es ist immer noch kaum zu glauben, dass wir verheiratet sind. Ja, endlich etwas Ruhe und ich habe die gleiche Stimme wie Connor. Tut! Hey, Schwesterherz! Was ist dann passiert, Jimmy? Naja, dieser Kerl schuldete mir einen ganzen Batzen. Und so kam ich zu diesem Kreuzfahrtschiff. Ist es nicht wunderschön? Mein Mann kauft immer die coolsten Sachen. Ja. Und dann sagte Angela, was ist mit Emilys Flitterwochen? Na, was sagt ihr dazu, Schätzchen? Wollt ihr meine Ehrengäste sein? Mir ist schon klar, dass das wahrscheinlich, das ist die gleiche Stimme, das geht nicht auf Dauer. Mir ist schon klar, dass das wahrscheinlich nicht die Flitterwochen sind, die ihr geplant habt. Aber wäre es nicht schön, einmal nicht zu arbeiten? Du hast recht, machen wir Jimmys Kreuzfahrt. Glück gehabt, ich habe nämlich schon eure ganzen Sachen an Bord. Tut! Das ist mein Stichwort, ich muss los. Was machen wir jetzt, mein Ehemann? Ich weiß nicht, Frau O'Malley. Kommt mit, ihr bekommt eine fantastische Tour de François. Oh, er heißt also François, okay. Wissen wir da auch schon mal Bescheid? Und hier arbeite ich. Du arbeitest? Seit wann arbeitest du? Naja, es ist gut für meine Bräune. Was soll ich denn sonst machen? Alleine zu Hause sitzen? Also, wo soll ich dir helfen? Das schaffe ich schon allein. Warum entspannt ihr euch nicht am Pool? Ihr seid in den Flitterwochen schon vergessen. Soll ich dir ein kurzes Tutorial geben? Ja gut, komm, gib mal her. Okay, hör gut zu. Alles beginnt mit den Leuten, die an den Pool kommen. Bediene sie mit einem Lächeln auf den Lippen.
Zuerst nehmen wir die Bestellung auf. Okay, die gute Dame möchte eine Zeitschrift. Dann übergeben wir sie dem Gast. Guten Tag, wie geht's? Wow, François, du lernst aber schnell. Vergiss nicht zu kassieren. Okay, so, also hier Kasse. Alles klar. Manchmal möchten Gäste sich an einen Tisch setzen. Wir bringen ihnen ihre Bestellung. Achso, das dauert immer ein bisschen. Okay, ihr wollt einmal die Sonnencreme. Achso, ihr wollt einmal das Automagazin. Und dann noch die Sonnencreme. Okay. Bitteschön. Oh, eine Maus. Die muss ich fangen, glaube ich. Maus gefunden. Oh, ich habe nicht gelesen, was sie gesagt hat, weil ich die Maus gefangen habe. Aber ich muss dahin, glaube ich. Was? Leg das Geld in die Kasse und das war's. Ach so. Oh, Emily, es tut mir leid, dass ich dir nicht zuhöre. Denk dran, je zufriedener die Kunden, desto höher das Trinkgeld. Okay, woran sehe ich, ob die zufrieden sind? Haben die auch wieder Herzen? Soll ich jetzt den Tisch abräumen? Ja, wie es aussieht, brauchst du meine Hilfe gar nicht. Diese Kunden haben an ihrem Tisch ganz schön gewütet. Räumen wir ihn ab. Okay. Schön sauber. Er hat wahrscheinlich so einen wunderbaren französischen Akzent, den ich leider nicht nachmachen kann. Denk dran, wenn du hart arbeitest, kannst du mehrere Personen gleichzeitig bedienen. Dafür gibt es normalerweise extra Trinkgeld. Möchtest du mehr über Emily und ihre Freunde wissen? Ja, bitte. Emily ist unsere Heldin. Wir können ja mal ganz schnell durchgehen. Sie ist eine herzige, fröhliche Frau, die mit der Arbeit in und um Restaurants Karriere machte. Sie hilft Freunden und Familie gerne, wenn jemand in Schwierigkeiten steckt. Oh, Patrick oder Patrick, ich habe keine Ahnung. Patrick, sollen wir ihn Patrick nennen oder Patrick? Mir egal. Patrick ist Emilys Ehemann. Er ist mitfühlend, freundlich und verehrt den Boden, über den Emily schreitet. Oh, er ist der perfekte Ehemann, Bruder und Sohn einer und ein großartiger Florist, eieiei, François. François ist seit der Kindheit Emilys bester Freund. Die beiden haben schon unzählige Abenteuer erlebt und François und Emily helfen einander durch dick und dünn, egal was kommt. Angela oder Angela. Angela ist Emilys Schwester und das genaue Gegenteil von Emily. Sie feiert gerne und hat noch keinen Tag ihres Lebens gearbeitet. Angela behauptete, sie ist eine Frau der Tat und keine Denkerin. Auch wenn sie sich grundlegend unterscheiden, halten Emily und Angela zusammen wie Pech und Schwefel. Jimmy. Jimmy ist Angelas Ehemann. Sie hat sich also einen offensichtlich älteren, reichen Mann gesucht. Jimmy ist Angelas Ehemann. Keiner weiß, womit er sein Geld verdient, aber er ist ein unglaublich reicher Mann. Die meisten Leute denken zwar, dass Jimmy dubios und egoistisch ist, aber Angela ist sein Sonnenschein. Er würde alles tun, um sie glücklich zu machen. Brigitte. Brigitte ist Patricks Mutter. Sie ist als kalte und manipulative Frau bekannt, die schon immer alles alleine erledigen musste. Dadurch wurde sie etwas abweisend und unberechenbar, aber sie liebt ihre Kinder, auch wenn sie es nicht recht zeigen kann. Evelyn. Evelyn ist Emilys Mutter. Sie ist eine sehr neugierige, herrschsüchtige Frau. Vielleicht ist sie manchmal etwas anmaßend, aber nur, weil sie ihre Familie so sehr liebt. Wenn jemand etwas Schlechtes über ihre Töchter sagt, zerreißt sie diese Person in der Luft. Edward. Edward ist Emilys Vater. Er ist ein ruhiger und gelassener Mann, der alles auf die leichte Schulter nimmt. Er gibt Emily bei Zeiten Rat und hilft ihr, alles aus der richtigen Perspektive zu betrachten. Antonio. Antonio ist Emilys Onkel. Er half Emily bei ihrem Start in der Gastronomiebranche. Er bringt sich gerne selbst in Schwierigkeiten, aber zum Glück hilft ihm Emily immer aus der Patsche. Kate. Kate ist Patricks jüngere Schwester. Sie verehrt ihren großen Bruder und sucht verzweifelt seine Anerkennung. Sie hat eine heitere Lebensauffassung, auch wenn sie noch nicht weiß, was sie im Leben anfangen soll. Okay. So, Level beginnt. Die beiden ruhen sich da jetzt aus und chillen ein bisschen und wir haben hier unseren ersten Gast, wie es aussieht, der nochmal eben überlegen muss, was er denn so haben möchte. So, du möchtest das hier? Das weiß ich schon, dass man... Ach nee, doch nicht. Ich wollte gerade sagen, das weiß ich schon, dass man zuerst die Limette und dann das Ding nimmt. War aber natürlich komplett falsch. So, mein Lieber, das bekommst du. Ich weiß halt nicht, wie das ist, ob wir ihn hier warten lassen können, um Kombos zu machen. Das würde ich ja ganz gerne... Also ich meine, das Herz... Oh, Maus, dich muss ich fangen. Aber ich glaube, ich kassiere mal lieber ab. Ich meine, das werde ich wahrscheinlich früher oder später noch rausfinden, wie das hier alles so funktioniert. Ah, sie bekommt da... Ah, cool, so eine Düse. So, zwei Zeitschriften für dich. Die beiden da oben haben sich immer noch nicht entschieden. Was möchtest... Oh Gott, alle möchten was. Alle möchten was. Abkassieren? Was möchtest du denn? Ziel erreicht. Wow, das ging schnell. Abkassieren?
Er möchte das und das. Okay, ja, ja, ich muss erstmal abräumen. Ich wollte doch jetzt... Ja, warte doch mal. Dann machen wir das. Dann gehen wir da oben hin oder kann ich das gar nicht? Was wollen die beiden denn? Warum ist da ein Ausrufezeichen? Was wollt ihr? Ich weiß es nicht. So, nee, Quatsch. Falsch. Kann ich das... Kann ich das vom Tablett wieder runternehmen? Ach, wahrscheinlich, wenn es komplett drauf ist, ne? Also, was die beiden da oben wollen, ich habe keine Ahnung. Vielleicht wollen die auch erst gleich was. So, du möchtest das hier und die Autozeitschrift. Die beiden lesen da jetzt, okay. Ich kassiere direkt ab. Ich meine, das ist gerade... Da bin ich gerade noch auf der sicheren Seite. Oh, ich muss Limetten schneiden. Macht er... Wie viele macht er? Macht er unendlich viele? Das hätte ich jetzt nicht gedacht. So, ihr wollt das? Ich muss erstmal ein bisschen reinkommen, Leute. Sorry, wenn das alles hier ein bisschen... Ein kleines bisschen dauert. Du nimmst die beiden Zeitschriften. Oh, schaut mal, Zwillingsschwester, nur die ist noch ein bisschen brauner, oder meine ich das nur? So, du bekommst... Nein, 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 ich darf nicht zuerst das nehmen. Da muss ich dran denken. So, ihr wollt bezahlen, okay, was ist mit euch beiden? Ihr seid noch recht zufrieden. Expertenziel erreicht, okay, hier können wir abräumen. Okay, ihr bekommt das und das hier. Also, was die beiden da wollen, weiß ich ja nicht. Und den Typen finde ich jetzt schon komisch, muss ich ja sagen. Ihr denkt vermutlich auch, boah, in jedem Spiel findet ihr irgendeinen Kerl komisch, ne? Daniel und jetzt er, aber irgendwie, weiß ich nicht, geschlossen. So, Junge, du musst gehen. Wir haben geschlossen und ihr zwei auch. Nee, komm, bekommst du noch zwei Zeitschriften? So, ihr zwei, wir haben geschlossen. Ich räume mal fix den Tisch ab. Kommst du auch, Trulla? Kommst du auch oder gehörst du jetzt dazu, dass er... Ah, was für einen witzigen Badeanzug sie anhat. So. Wow, François, du weißt wirklich, wie man das Pooldeck schmeißt. Ja, wenn man die Sache mal raus hat, schmeißt dich ein Pooldeck wirklich ganz von selbst. Ach, witzig. Total fertig. Juhu, Mauspunkte 100. Goldene Herzen 0. Wie bekomme ich hier die goldenen Herzen? Muss ich die auch, muss ich die dann auch länger warten lassen und Kombos machen? Scheint so. So, Level 2. Wie viel kostet das? 150. Etwas grün, das könnten wir uns leisten. Mit diesen Pflanzen auf dem Deck haben Kunden mehr Schatten und etwas Schönes zum Bewundern. Frag nicht wie, doch sie erhöhen dein Trinkgeld. Okay, dann kaufen wir das. Oder haben wir das jetzt schon? Ach, das haben wir anscheinend schon. Okay. Ja gut, dann machen wir Level 2. Jimmy, ich will mich ja nicht beschweren, aber... Sollte das Schiff nicht längst fahren? Was ist wir? Oh. Ich brauche mein Werkzeug. François, mein Werkzeug muss hier irgendwo sein. Ich helfe dir. Nein, dafür haben wir ja François. Okay, suche Werkzeuge. Da ist auf jeden Fall schon mal eins, aber... Ich meine, es war so, meine Testaufnahme ist jetzt schon ein paar Tage her. Ich meine, es war so, dass angezeigt wird, was er braucht. Das ist da. So, 1, 2, 3 Kugeln Eis, das für dich. Du bekommst... Nein, ich mach's wieder falsch. Du bekommst das Getränk, so muss ich das machen. Und du bekommst die Münze. So, wie bekomme ich goldene Herzen? Was muss ich tun? Weil ich kann jetzt hier nicht ewig warten, oder? Ich mache das jetzt erstmal noch so. Wenn ihr das Spiel kennt, werdet ihr mir das ja bestimmt schreiben. Wo haben wir denn die Säge? Hier hinten. Habe ich deine Maus gehört? Da! Da, Maus gefunden! So, hier kann ich abräumen. Hier kann ich eben abkassieren. Dann braucht ihr die Zeitschrift und ein Getränk da oben. Bis dahin hat sich dann auch hoffentlich das Mädchen entschieden. So, du bekommst einmal das Getränk und das Getränk. Bitteschön. Und da können wir hier schon mal kassieren. Okay. Du bekommst wieder die Münze. Und die beiden chillen da oben einfach. So, wo ist das Brett? Wo ist das Brett hier oben? Kann ich bei denen was machen? Kann ich die... Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was das soll. Dass dann da das Ausrufezeichen auftaucht. So, du möchtest gehen mit deiner netten Trulla. Du möchtest ein Getränk. Und nein, das war die falsche Zeitschrift. Das war die falsche. Du möchtest die hier.
So, euch beide abkassiert. Oh, was brauchst du? Diese Ölkanne? Ja, Moment, die suche ich dir sofort. Ich habe sie schon gesehen, nämlich hier. Achso, du bist fertig, okay. So, Ölkanne, Moment. Ihr bekommt... Wow, nee, stopp. Ich muss bei den Zeitschriften, da muss ich echt noch ein bisschen durchblicken. So, dann schneid da mal bitte was ab. Dann nimmst du das. Wir schneiden gleich noch ein bisschen mehr. Die Ölkanne habe ich doch jetzt. Ach, ich muss dir die auch bringen. Oh Gott, sorry. Geht schon gut los. So, die Zeitschrift, das hier. Münze für dich. Wo sehen wir denn überhaupt die Zeit? Ach, da oben. Da sehen wir die Zeit. Okay, ich muss mich erstmal ein bisschen damit vertraut machen. Aber sieht ja alles... Hier war der Hammer. Sieht ja alles im Endeffekt ganz ähnlich aus wie bei... Hearts Medicine. So, dann bekommst du das hier. Dann schneiden wir da mal was ab. Erstmal eine Limette. Dann können wir hier kassieren, müssen da aufräumen. Ziel erreicht. Ach, das ist schön. So, ihr bekommt zwei Eiskugeln, beziehungsweise 1, 2, 3 und 1, 2, 3. Und du kannst bezahlen. Okay. 1, 2, 3. Abschneiden. Ach nee, hat er gar nicht. Oh Gott. Ja, oh Gott, Leute. Erstes Level, ey. Mann. Geht gut los. So, Zeitschrift und das hier für dich. Ihr da oben sucht euch noch was aus. Ihr seid fertig. Okay, hier kann ich abräumen. Werkzeug haben wir 5 von 5. 1, 2, 3 Kugeln Eis und ein Getränk mit Limette für dich. Dann bekommst du höchstwahrscheinlich das hier. Habe ich eine Maus verpasst? Ich habe noch keine Maus gehört. Ich glaube, ich habe sie übersehen. Aber okay. So, Omi im schicken Badeanzug. Was möchtest du denn, meine Liebe? Erstmal abräumen. So, du möchtest bezahlen. Okay, dann 1, 2, 3. Dann bekommst du auch ein Getränk. Du bekommst auch ein Getränk. 1, 2, 3. 3 Kugeln Eis. Und dann können wir euch hier zusammen abkassieren, ne? Ach, schön. Expertenziel. Okay, Trulla, du kannst auch noch durchgehen. Ja, schön. Und jetzt brauchst du... Was? Klebeband? Ich verstehe das nicht. Ich kann einfach das Klebeband nicht finden. Sucht ihr beide danach? Ja, wo hast du das nur gefunden? Gleich dahinter dem Tresen. Das hätte sogar ein Blinder gesehen. Du bist der Sohn von einem der Zimmermädchen, nicht wahr? Möchtest du François helfen? Echt? Darf ich? Klar. Ich meine, ohne deine Hilfe hätten wir nicht mal auslaufen können. Ich habe die restlichen 5 Werkzeuge gefunden, weißt du? Wird das voll nicht anerkannt. Aber okay, so, sehr gut. Nee, Maus haben wir nicht gefunden. Oder haben wir hier doch die Maus gefunden? Ja, muss ja, ne? Oder ist das allgemein? Ich habe keine Ahnung. So, immer noch das Pooldeck. Wie viel gibt's denn? Wow, Premium. Wow, total viel. So, Level 3, das kenne ich auch noch nicht. Und wir könnten das hier kaufen. Wir wollten François dazu bringen, dass er damit aufhört. Doch er trinkt sie die ganze Zeit. Er wird dadurch blitzschnell. Ja gut, dann kaufen wir das doch. Und dann ziehst du die Beine an. Ungefähr so. So? Ich dachte schon, er ertrinkt jetzt. Ganz genau so. Und er muss es aufwischen. Der Arme. Du bist der geborene Vater, Patrick. Okay, Level beginnt. Neues Produkt. Was haben wir jetzt? Oh, wir haben da jetzt Garnelen. Was haben wir hier? Da haben wir den Energy Drink. Oder wie? Also kann ich den jetzt nehmen oder wollen die Kunden dann auch Energy Drink? Eben gucken. Ah, okay. Alles klar. Gut. Wir haben pro Level 3. Das wollte ich jetzt austesten. Wenn wir jetzt... Ah, dann flitzt er wie verrückt rum. Okay. Weiß ich Bescheid. Müssen wir uns also merken. So, ihr bekommt das plus die Autozeitschrift. Also Garnelen haben wir jetzt. Pommes haben wir jetzt. Was ist sonst noch neu? Gar nichts, ne? Du bist fertig. Okay, okay. So, ihr wählt dann noch aus. Ich kassiere hier schon mal ab. Maus, ich habe dich gesehen. Boah, die ist aber verdammt leise. Da war der Oliver aber lauter, muss man sagen. So, das ist für euch.
Ich finde es aber ganz gut, muss ich sagen, dass die hier noch ein bisschen Zeit zum Auswählen haben. Weil dann habe ich auch ein bisschen Zeit. Achso, der Kleine macht das. Der Kleine putzt da. Cool. Ja, dann habe ich nämlich noch ein bisschen Zeit, mich hier umzuschauen. Zu gucken, wo hier alles ist. So, Autozeitschrift, Sonnencreme. Hm. Wer hat denn jetzt hm gemacht? Da können wir abräumen. So, ach, abräumen macht er. Okay, 1, 2, 3. Plus Sonnencreme für dich. Dann abkassieren. So, nochmal abkassieren. Kann ich da oben jetzt... Nee, da kann ich echt nichts machen. Keine Ahnung, warum da immer das Ausrufezeichen ist. Vielleicht auch einfach nur, weil, keine Ahnung, damit wir sehen, hey, die sitzen da rum oder so, ich weiß es nicht. Oh, die Garnelen, die muss ich ja bestimmt braten, ne? Fällt mir gerade ein. Du bekommst das und Sonnencreme. Hier muss ich abräumen. Ja, fällt mir gerade ein. Oh, ich muss das bestimmt braten. Eieiei, da kommt noch ein bisschen was auf uns zu. Aber okay, so, ihr möchtet Sonnencreme und einen Orangensaft. Oder aber einen stark alkoholischen Cocktail, je nachdem. Was auch immer. So, muss ich gleich wieder ein paar Limetten schneiden. Während der kleine Junge da überlegt. Ach, ich kann schon mal hier abkassieren, ne? Also jetzt bei den ersten Leveln sollte das vermutlich auch noch kein Problem sein, das hier zu schaffen. Das kommt dann erst später. So, nochmal abkassieren. Die beiden überlegen. Da kann ich aufräumen. Das macht der Kleine. Ziel erreicht. Das ist schön. Weißt du, da ist die Mutter schon Zimmermädchen, muss hier wahrscheinlich für total wenig Geld auf dem Schiff arbeiten. Und dann wird der Junge hier auch noch zum Arbeiten abgestempelt. Obwohl, gut, er hat sich jetzt gefreut, aber trotzdem. So, Getränk und Eis für dich, bitteschön. Möchte jetzt endlich jemand Garnelen oder Pommes? Immer nur Getränke oder Eis. So, auch abkassieren. Die beiden Kinder, die wollen doch jetzt bestimmt Pommes, oder? Nehmt Pommes. Die kann ich schon mal abräumen. Nein, ihr wollt keine Pommes, ihr wollt eine Zeitschrift. Und nein, das war der falsche Drink. Kann ich das? Ach, okay, wenn ich dann den anderen Drink auswähle, dann verschwindet der automatisch, wenn ich da noch keine Limette dran gepackt habe. Das ist gut zu wissen. So, Limette. Dann nehmen wir schon mal das und dann nehmen wir das. Das war jetzt ein bisschen unklug hin und her gerannt, aber gut. Was? Das Expertenziel? Erreichen wir das nicht? Doch, oder? Ja, sehr schön. So, was möchtest du? Ich sehe es gerade nicht. Autozeitschrift. Und das hier für dich. Der Junge geht abräumen und wir kassieren ab. Dich auch nochmal. Und die Emily sitzt dann echt nur rum mit ihrem Typen? Also spielen wir im Endeffekt die ganze Zeit irgendwie den François oder so? Mauspunkte 100. Ja, okay. Okay. Mausfall, was machst du da? Geh weg. Wir spielen auf jeden Fall noch Level 4, oder? Was sagt denn die Uhr? Mal eben kurz gucken. Oh, die Uhr sagt, wir spielen Level 4 noch. So, kombiniert die Kraft von Eiscreme mit der Großartigkeit von Regenbögen. Gib es deinen Kunden als besonderes Extra zu ihrer Bestellung dazu und sie werden auf der Stelle glücklicher, okay? Haben wir 3 von? Ja gut, können wir einfach mal machen. Nein, kannst du nicht. Oh, doch. Nein. Was ist denn hier los? Josh sagt, er kann viel schneller bedienen als ich. Stimmt das, Josh? Ja, ich bin voll der Schnellste. Wie wäre es mit einem kleinen Wettbewerb? Eieiei. Derjenige, der Angela und Jimmy am schnellsten bedient, gewinnt. François, du fängst an. Eieiei. Eieiei, bediene sie. Okay, ich bediene, was ihr wollt. Also, ihr braucht das und ihr braucht das. Bitteschön. Okay, das da oben ist... Was ist das? Die Zeit oder... Denke ich mal, ne? Du bekommst das hier? Okay. Ich könnte ihm doch jetzt rein theoretisch schon Eis geben, oder? Oder muss ich denen hier wohl das Eis geben? Ich weiß es nicht. So, auf jeden Fall, ihr bekommt die Sonnencreme, ihr bekommt das und von mir aus bekommt ihr auch ein Eis, damit ihr einfach super, super happy seid. Sah gerade aus, als hätte er sich das in die Hose gestopft, oder? Ich brauche danach noch hier so eine Limette. Gib noch mal eine, so. Dann bekommst du das und die Sonnencreme. Wow, also das mit dem Limettenschneiden, ihr bekommt 2 Zeitschriften. Das mit dem Limettenschneiden, das könnte echt noch mal problematisch werden, ne? Wenn ich das dann ewig lange vergesse. So, Moment, das... Und 1, 2, 3. Bitteschön.
Hier muss ich abräumen. Beziehungsweise er. So, da ist es nämlich wieder, das Limettenproblem. Zack, zack, nehmen wir erstmal eine. Bekommt ihr die Zeitschrift? Okay, Limetten schneiden. Wenn wir gerade Pause haben, auf jeden Fall Limetten schneiden. Ich weiß ja nicht. Ach, du möchtest jetzt 1, 2, 3. Wir nehmen das direkt mit, geben das hier hin, geben hier das hier. Oh, ihr wollt auch schon wieder Zeitschriften, okay. Oh, da ist die Maus. Da ist die Maus, gerade noch gesehen. Okay. So, dann bekommt ihr das hier. Ah ja, ja, ich muss das hier draufpacken, ne? Okay, diese Schrimps dauern etwas. Komm rechtzeitig zurück, bevor sie dir verbrennen. Oh Gott. Oh Gott, kann ich... War das richtig? Das war richtig. Ich muss aber noch einen drauflegen. Muss ich den klicken? 1, 2, 3. Pommes Schrimps für dich. Ich weiß gerade nicht, ob ich es richtig mache. Pommes für dich. Nochmal Schrimps drauf. Und Pommes. Ach, das macht er. Ah, er muss dann... Da muss er warten, oder wie? Wow. Okay. Abkassieren. Aufräumen. Nochmal Schrimps drauf. Komm rechtzeitig zurück. Ja, ich kann ja anscheinend in der Zeit nichts anderes nehmen. Das ist ein bisschen schade, aber gut. Das kriege ich alles noch raus. Hoffentlich im Laufe der Zeit. So, dann habt ihr da die Drinks. Okay, abkassieren. Schön auf die beiden da oben achten, was die sonst noch so wollen. Was möchtest du, mein Lieber? Na los, entscheid dich. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Und das bekommst du noch dazu. Hier wird abgeräumt. Hier wird abkassiert. Was mit euch beiden? Was wollt ihr noch? Habe ich eine Maus gehört? Nee, ich habe die Maus schon, ne? Ich glaube, ich habe die Maus. So, der Junge kommt zurück. Was möchtet ihr? Ihr möchtet einen Drink. Und das hier. Jetzt sind die beiden da oben aber happy, kann es sein? Ihr sucht euch noch was aus? Okay. Ja, gut. Das bringt immer so kleine Wartezeiten. Ich habe doch gesagt, die Wartezeit muss ich nutzen, um Limetten zu schneiden. Voll verpeilt. So, der Junge geht dahin. Wir kassieren hier. Wir schneiden noch ein paar Limetten, bis die Madame sich da entschieden hat. Sie möchte einen Orangensaft und das hier. Du bekommst das. So, können wir hier schon mal kassieren. Da abräumen. Oh, Ziel erreicht. Schön. So, nochmal kassieren. Ich glaube, das sind die Geräusche im Hintergrund, ne? Die Vögel oder so. Hat sich gerade angehört wie Möwen im Hintergrund, wo ich vorhin dachte, das wäre die Maus. So, bezahlen. Du bekommst dieses Ding hier für die wunderbare Düse. Für diesen tollen Wasserstrahl. Hier kassieren wir. Bediene sie. Ja, gut, ich habe sie ja bedient. Anscheinend wollen die ja nichts mehr. Okay. So, ich muss dem Letzten jetzt auf jeden Fall noch das super Eis hier mitgeben. Beziehungsweise dem Nächsten, nicht dem Letzten. So, ein Getränk, Sonnencreme und dann bekommt ihr ein Eis, weil ihr so nett seid. Oh, wow, hier sind sogar 4 Leute jetzt. Da bin ich jetzt gespannt. Wollen die jetzt alle 4 was? Alle? Eieiei. 1, 2, 3. Autozeitschrift, die hier dahin bringen. Kassieren. Okay. So, was möchte Omas Zwillingsschwester? Du möchtest die Schrimps und die Pommes. Seht ihr, ich kann in der Zwischenzeit keine Pommes nehmen. Das ist dann wie beim... wie beim Kaffee. Oh, du hast noch keine Sonnencreme. Wie beim Kaffee in der Kantine, ne? Dass das immer so einen Moment dauert. So, hier abräumen, hier abkassieren. Und du bekommst das hier. Er überlegt noch. Ja, die beiden scheinen ja happy zu sein, ne? Also ich meine, das ist jetzt meine Zeit. Ich bin gespannt, wie lange dann der Kleine gleich braucht. Der Josh, 1, 2 für dich. Und du bekommst die Zeitschrift, die Schrimps. Und, komm schon. Zack und zack. Bitteschön. Dann können wir kassieren. Und sie sitzt da noch ganz alleine rum. Truller. So, auch abkassieren. Jetzt bist du dran, Josh. Okay, jetzt können wir im Endeffekt nur zugucken. Nee, doch nicht. Und stopp. Der Gewinner mit einem Vorsprung von 0,4 Sekunden heißt Josh. Das verstehe ich nicht. Ich dachte, ich wäre viel schneller als Josh. Keine Ahnung, ich habe nicht meine Uhr.
Na toll. Na toll, dann stimmte das vielleicht gar nicht. Aber... Ja, so ist das. Lustig. Ich bin gespannt, was da noch so hinzukommt alles. Ich würde aber sagen, das war es jetzt erstmal für die erste Folge. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und ich hoffe, ich bekomme raus, wie ich die goldenen Herzen bekomme. Das wäre noch ganz cool. Und ja, ich verabschiede mich. Bis morgen. Tschüss.